Sonnen. Im Namen des Mondes informieren wir euch. Hey Moonies, ich bin Sailor Moon German. Und ich bin die Sabra Moon. Heute stellen wir euch in unserem Merchandise Review Video eine Essa Figures vor. Ihr werdet sicherlich erwarten, wir stellen euch eine x-beliebige Sailor-Kriegerin vor, aber wir haben uns für den einzig wahren Mann der Reihe entschieden. Es gibt wirklich nur einen einzig wahren Mann in der Serie. Und oh Mann, ist das aber auch eine riesengroße Verpackung. Ja, und zwar geht es um die SH Figures Tuxedo Mask Figur. Vielen Dank nochmal an Tamashi Nations, die sie uns zugeschickt hat für den Review. Und diese möchten wir euch jetzt vorstellen. Also ich war ja total geflasht, als ich die Verpackung gesehen habe. Das ist ja wirklich, das hebt sich total hervor gegenüber den anderen SH Figurats Verpackungen. Also ich sage jetzt mal so, ne? Im Regal braucht sie tatsächlich auch extra Platz, denn schaut mal. Und dann von an der Seite. Scheint etwas breiter. Nicht nur breiter, nicht nur fetter, sondern auch höher. Etwas unpraktisch im Regal, aber hey, er ist auch größer. Das hat natürlich zum einen zu tun, weil die SH Figures Figuren da bedacht sind, dass die Größen natürlich auch stimmen. Wenn man alle Figuren nebeneinander, ist ja natürlich auch Chibi Moon kleiner als eine Sailor Moon und eine Sailor Jupiter ist auch etwas größer als eine Sailor Merkur. Aber nicht nur das. Dieser Mann hat auch einiges zu bieten. Was und genau? Daher denke ich mir mal, das wird sich jetzt alles hier drin verstecken. Lüften wir doch mal, was er alles mitbringt. Ich denke mir, Tamashi Nation oder vielmehr SI Figures Reihe wollten einfach an alles denken und haben so viel es geht alles hineingepackt. Ja. Was erwartet uns alles? Uns erwartet, oh, dieser wahnsinnige Adonis. Ich habe ja schon eine unglaubliche Leidenschaft dafür. Und er kommt wirklich mit 1, 2, 3, 4 weiteren Gesichtern. Jede Menge Gimmicks, einen Umhang, einen Stock. Also schauen wir mal, wie das alles aussieht. Hast du das schon ausgepackt? Ja. Andere Figuren haben eine Verpackung, er hat gleich zwei. Wow. Das sagt man noch, Frauen haben viel zum Anziehen. Er hat hier ja wirklich alles. Mächtig, mächtig. Ja. Dann packen wir mal aus. Oh je. Auch eine Schere. Es ist gut verpackt, es muss ja auch den weiten Weg hierher zu uns finden. Also wenn ihr euch diese Figur holen solltet, schafft gut Platz in eurem Regal. Aber die Figuren brauchen auch starke Unterstützung. Von Frauen? Also sie ist ja wirklich gut verpackt. Ja, ich habe immer Angst, wenn man die aufmacht, dass alles in tausend Teile irgendwo wegspringt. Ja, du hast ja nicht das empfindliche Teil. Ja. Ich habe hier das. Also, der gute Mann hier, also nicht schlecht. Hier ist ein Stock, gleich in Montur mit Zylinder, Ersatzgesicht und auch noch ein Ersatzkopf. Also, andere haben ja nur Gesichter, er hat gleich einen Kopf. Weil die Maske fehlt, oder? Nicht ganz, sondern es ist dann quasi... Was meinte ich damit? Fail! Fail! Warum passiert mir das immer? Dabei ist es so eigentlich gut eingekehrt gewesen. Hast du alles? Ja, zwei Gesichter. Drei. Zwei Gesichter und ein Kopf. Ja. Genau. Weil auch mit ihr kann man so einiges, mit ihm kann man so einiges anstellen. Ich habe schon mal den Umhang ausgepackt und was ich hier erstaunlich finde, ist, man kann ihn frei fächern. Denn wenn er im Winde steht, muss es natürlich auch etwas fliegen. Unser Superhero. Ich glaube, dazu gleich später. Superman kann einstecken.
Genau, wie wir es halt auch von den anderen SH-Figures gewohnt sind, ist er beweglich. In jeglicher Form und Richtung. Der gute Tuxi. Ja, also ihr bekommt hier wirklich eine geballte Ladung Männlichkeit. Und nicht nur das, ihr bekommt eine geballte Ladung viel Zubehör. Das erklärt einiges, warum auch eben so viel, warum die Verpackung so dick ist. Er hat hier weitere 10 Hände und dann noch natürlich seine Rose. Schaut euch diese Rose an. Wollen Rose kaufen. Okay. Und nicht nur das. Er kommt noch mit etwas ganz Besonderem, das er hoffentlich dann unserer Sailor Moon schenken wird. Die wohl kleinste, wirklich kleinste Sternenspieluhr der Welt. Also, wer hat bitte schon das gegossen? Das ist der Wahnsinn. Es ist schon geöffnet und es ist auch mit allen Details versehen. Ich hoffe, ihr seht das. Oh, ihr könnt es nicht sehen. Schade. Oh, was für eine Kameraeinstellung. Schade, also das heißt, ihr müsst es kaufen, um es sehen zu können. So, ich stecke ihn mal seinen Umhang hier hinten an, hat ein Loch, wo dann der Umhang reinkommt. Ups, ich habe ihn fast geköpft. Ja, ich habe ihn geköpft. Schlechter Fan. So. Ich setze ihm wieder seinen Kopf auf, nicht, dass die Kinder so erschreckt sind. Wenn ich es könnte. Ja, wir werden zu kleinen Kindern wieder, merkt er gerade. Es gibt aber hier auch total viel zu entdecken. Der Kerl bietet einem echt alles. Ja, komm. Ach komm jetzt, in der Serie kam das so kurz und hier wird ja alles aufgefahren. So. Ich habe es geschafft. Hast du es geschafft, unser Superhero? Und jetzt ziehe ich mal ihn nicht die Leviten lang, sondern den Umhang. Tada! Sieht auch nice aus. Ein strammer Bursche. Ich frage mich hier nur gerade, was das ist. Ich habe gedacht, das wäre ein Aufsatz hier. Das ist es aber nicht. Schau mal auf die Verpackung. Das frage ich mich gerade etwas, aber wir werden es herausfinden. Denn zu allem möglichen Merchandise gibt es natürlich keine Gebrauchsanweisung. Das müssen wir das echt benutzen. Da. Ich wusste auch irgendwas im Umhang. Das ist der Knopf für den Umhang. Ja, also hier ist so ein kleiner Teil. Ach so, wenn der Umhang nicht drauf ist, damit das Loch dann nicht. Genau, und damit der junge Mann kein Loch hat, kommt dann dieses kleine Teil, wenn es da reingetan. Macht's mal. Dieses Loch. Wir stopfen in sein Loch. Genau. So, und schon sieht's etwas besser aus. Mhm. Also, da hat echt auch SH-Figurats auch an diese Details gedacht. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Denn dadurch kann man auch diesen strammen Burschen auch ohne Umhang benutzen. Er hat seinen Stock dabei. Jawohl. Und die hat auch eine Originalgröße. Das ist echt toll. Also sein Actionstock. Wenn er es dann so quasi hat. Also die Größe ist schon toll. Es ist richtig groß, lang. Genau. Aber von der Rose bin ich immer noch begeistert. Kannst du ihn mal zusammen tun? Moment. Ich brauche eine Hand mit einem Loch, oder? Ja, ich guck mal, welche Seite denn? Ich habe ja beide Seiten zu bieten. Irgendwo, ne? Nimm mal das. Tada! Warte, dann nehme ich das mal raus. Denn eine junge Dame kann kaum abwarten, ihn zu sehen. So, ich muss das irgendwie da reinkriegen. Also man kann sich wirklich seine Zeit damit vertreiben, mit den Figurats. Auch Stunden später immer noch toll. Ja.
One and Rose. Oh. Ah, du hast das Gesicht aufgesetzt mit den Herzen. Natürlich. Sieht man das, meine Herren? Das war doch bei der Uranus-Figur mit dabei, oder? Ja, das ist auch eine tolle Idee, oder? Vergisst mal dein Gesicht, machst mal einfach vor irgendeiner anderen Figur mit rein. Vor allem bei Uranus, das passte ja super. Also Uranus und Herzaugen hat auch gut gepasst. Für Michira aber nur. Echt schön. Schön geworden. Mhm. Oh la la. Man kann da echt stundenlang damit spielen. Man kann aber auch die Zubehörteile für andere Figuren verwenden. Zum Beispiel die Sternenspieluhr kann man dann hier bei der Moon drauflegen, die jetzt gerade von mir geflogen ist. Das ist der einzige Nachteil. Die ganzen kleinen Teile. Ach, ich muss auch jedes Mal aufpassen. Deswegen ist dieses Spielzeug definitiv nicht für kleine Kinder geeignet, sondern nur für große Kinder, die auch drauf aufpassen müssen, dass sie es nicht verlieren. Aber es liegt eigentlich recht gut. Also, jetzt hält sie hoffentlich. Tada! Taxi, da komme! Du bist the one and only für mich! Sagt das mal Saya. Nein, es gibt nur Taxi, da komme! Was ich mich gerade frage, darf ich mal? Ja. Ups, warte mal, nehme. Ups, nicht die Hand. Hier rein wieder. Und zwar, ob man. Kann man hier den Kopf raus? Ja. Bist du dir sicher? Moment. Ich glaube nicht. Nein, du meinst die Gesichter, oder? Ja, in den Kopf, damit man den Kopf bei der Sailor Moon raufpacken könnte. Ah, nee, bei der Sailor Moon nicht, nein. Nee. Aber das ist schon lustig, wenn. Weil die hat keinen Kugelkopf wie hier. Mhm. Der Tuxedo Mask hat einen Kugelkopf. Innen drin. Aha. Hier drin. Oder einmal mit dem Inhalt kommt und einmal ohne. Genau. Aber da muss man auch aufpassen, denn. Wenn man es nicht richtig reintut, dann fliegt der Kopf auch gerne mal ab. Er ist dann gerne mal der kopflose Held. Es ist manchmal nicht so einfach, alles da zusammenzustecken. Manchmal, hier ist es wirklich Gewalt angesagt. Mhm. SM. Fans wissen, was wir meinen. Chicka, 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 chicka. Es ist so toll. Also man kann so viel, es ist für mich mein Elvis. Elvis kann einstecken. Ja, man kann wirklich stundenlang damit spielen, tolle Szenen nachstellen und je mehr Figures man hat, desto mehr Spaß natürlich. Aber man kann auch dramatische Szenen nachstellen. Oh, das ist so traurig. Mit geschlossenen Augen. Ja, da kann man wirklich dann einige Szenen nachstellen, auch für später, wenn sie sich in Super Sailor Moon dann verwandelt. Also die Figuren sind miteinander wirklich super kombinierbar. Die Gesichter sind. Also, Tuxedo Mask Gesicht passt aber natürlich nur auf Tuxedo Mask Gesicht, während bei den anderen Gesichtern, die kann man variieren und wirklich austauschen. Ja. Interessant. Ja, deswegen passt auch das Herzgesicht bei Uranus drauf. Ja. Ich bin gespannt, welche Figuren sie dann nochmal rausbringen werden. Wobei, demnächst, was wir wissen, ist ja, es gibt ja jetzt, aktuell ist jetzt die Super Sailor Moon in Japan erschienen. Demnächst erscheint Sailor V. Genau. Und danach erscheint Sailor Pluto. Und dann erscheint Super Sailor Merkur. Was wiederum irgendwie heißt, die ganzen Figures kommen als Superversion raus? Das ist noch die Frage, denn ein offizielles Release steht noch nicht fest. Aber ich hoffe mal, dass SH Figurats sich weiterhin verbessern werden und uns weiterhin auch überraschen werden. Denn fast jede Kriegerin, die rausgekommen ist, ist doch schon eine Überraschung. Bei Mars zum Beispiel kann man ihre Haare auch rausholen. Das ist so ausbreiten. Genau, ja. Ausbreiten. Uranus und Neptun haben verschränkte Arme. Also das ist schon toll. Damit man auch ihre bekannten Posen nachmachen kann. Und Supermoon natürlich. In neuen Outfit. Und was gibt's noch? Ja, auf Pluto freue ich mich mit ihrem Time Staff, wo man bestimmt auch den Granite Orb abmachen kann, separat. Ja, und von dem her bin ich auch ganz offen für Super Mercury, Super Mars und so weiter. Denn vielleicht gibt's da wiederum neue Features. Neue Upgrade, wo man ihre Figuren weiterhin. Vielleicht kommt ja Super Sailor Merkur auch mit ihrer Harfe. Natürlich.
Oder neuen Verwandlungsfüllern, neue Verwandlungsgegenständen zum Beispiel. Mhm. Also es gibt eigentlich einige Dinge, die man für diese Figuren noch gebrauchen kann. Und es hat wirklich Suchtfaktor. Genau. Von daher auch von unserer Seite aus sehr empfehlenswert. Wer sie noch nicht hat, die bei den SR-Figuren kann man echt nichts falsch machen. Gehören in jeder guten Sammlung. Sind auch nicht so teuer. Wie liegt der Preis circa? Also momentan liegt es, es variiert von Figur zu Figur. Also das, der Tuxedo Mask konnte man jetzt für 50 Euro ergattern, auch in Deutschland. Mhm. Genau, falls ihr Fragen habt, wo ihr die Figuren bekommt, man bekommt sie bei den gängigsten Shops, wie zum Beispiel Figura. Aber falls ihr Fragen habt, stellt uns doch diese, denn wie ihr wisst, im Namen des Mondes informieren wir euch gerne. In diesem Sinne, danke nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!